Sicherlich ist dir schon mal aufgefallen, dass man hinter einer Ecke durchaus hören kann, wenn da etwas ist, aber man kann nicht um die Ecke gucken. Warum das so ist, erfährst du in diesem Video. Hallo, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, warum können wir eigentlich um die Ecke hören, aber nicht um die Ecke gucken? Das sollten wir uns mal näher angucken. Wenn eine Welle auf ein Hindernis trifft, wird sie gebeugt. Das will ich hier demonstrieren. Man hat das eben ja gesehen. An der Hausecke wird der Schall entsprechend gebeugt. Und dieser Effekt der Beugung, der ist davon abhängig oder funktioniert dann besonders gut, wenn sozusagen das Hindernis und die Welle in gleicher Größenordnung sind. Das heißt, wenn ich mir die Hausecke angucke, funktioniert Schall, der ja so eine Wellenlänge von, sagen wir mal, im Meterbereich hat, deutlich besser als jetzt zum Beispiel Licht, da rede ich von Nanometern. Und jetzt will ich hier mal versuchen, hier ist eine Rasierklinge und diese Rasierklinge, hier habe ich einen Halter. Und nehmen wir mal einen grünen Laser. So. Und jetzt will ich mal versuchen, was passiert, wenn dieser grüne Laserstrahl genau auf die Kante von dieser Rasierklinge trifft. Hier ist der grüne. Ja, ein schöner runder Punkt. Und jetzt würde man erwarten, wenn ich den hier reinschiebe, dass ich jetzt gleich einen halben Punkt sehe. Aber stattdessen passiert was anderes. Ich sehe hier so einen waagrechten Strich. Ich mache mal Folgendes, damit man auch glaubt, dass das wirklich von der Rasierklinge ist, halte ich die Rasierklinge jetzt mal schräg. Und man sieht auch, der Strich ist entsprechend senkrecht zu der Rasierklinge. Und genau das ist das, was man Beugung nennt. Das heißt, das Licht, wenn man sich das mit Elementarwellen vorstellt, von dieser Kante geht praktisch eine neue Elementarwelle aus, die sich kreisförmig ausbreitet. Und dadurch kann das Licht natürlich auch in den Bereich, wo eigentlich Schatten sein sollte. Und hier ist es halt, reden wir von Nanometern, beim Schall um die Hausecke mit, da geht es natürlich, weil beides in der gleichen Größenordnung ist, wesentlich besser. Und deswegen können wir um die Ecke hören, aufgrund der Beugung, aber nicht um die Ecke gucken. Hier ist nochmal ein schönes Beispiel für die Beugung mit Licht, wie man es auch im Alltag erleben kann. Das hier ist eine CD und diese verschiedenen Farben kommen halt durch die Beugung des Lichts zustande. Die Beugung ist ja von der Wellenlänge abhängig und ja, Licht besteht ja aus verschiedenen Farben, sind verschiedene Wellenlängen. Und dadurch wird weißes Licht, in dem Fall hier das Tageslicht, was hier zum Fenster hineinkommt und hier drauf leuchtet, in ja, seine Farben aufgeteilt. Und man sieht hier diese schönen Regenbogenfarben. Die Beugung kommt daher zustande, das sind hier ja ganz viele feine Rillen, wo dann praktisch der Laser sozusagen die Informationen abtastet, wenn das im Laufwerk liegt. Und so kommt dieses Beugungsmuster zustande. Wir können ja, um die Rillen nachzuweisen, kann man hier, stelle ich mal so einen Schirm drauf, einfach mit dem Laserpointer drauf leuchten. Und ich habe hier so einen grünen. Und hier sieht man ein ja, Muster, was halt aufgrund dieser Rillen ist ein Beugungs- und auch Interferenzmuster, was hier
aufgrund dieser Rillen zustande kommt. In diesem Versuch wurde ein schmaler Spalt oben und ein breiter Spalt unten mit monochromatischem, also einfärbigem Licht beleuchtet. In dem unteren Beispiel sieht man links den Spalt, in der Mitte das, was man auf dem Schirm sieht, und rechts im Prinzip die Messauswertung. In der Mitte sieht man eigentlich das, was man erwarten würde, die Abbildung des Spaltes. Aber bei dem schmalen Spalt oben sieht man in der Mitte nicht nur die Abbildung des Spaltes, sondern auch ganz viele weitere, Abbildungen des Spaltes links und rechts, also in dem Bereich, wo man sie eigentlich gar nicht erwarten würde. 1678 schlug Christian Höchens ein Prinzip vor, mit dem man diesen Effekt erklären kann. Dazu nimmt man die Wellenfront, hier blau dargestellt, die auf einen Spalt trifft. Und diese Wellenfront kann man in ganz viele sogenannte Elementarwellen, hier gelb, als gelbe Punkte dargestellt, unterteilen. Diese Elementarwellen breiten sich mit der gleichen Geschwindigkeit kugel- bzw. kreisförmig aus. Das ist hier grau dargestellt. Die einhüllende dieser Elementarwellen, hier grün dargestellt, ergibt die neue Wellenfront. Und hier sieht man sehr schön an der Zeichnung, dass dadurch Licht nicht nur dahin kommt, also geradeaus durch diesen Spalt wandert, sondern auch sozusagen nach links und rechts abgelenkt wird, also gebeugt wird.